Werner, wie ist der erste Eindruck von dieser Saison 2009? Also ich muss sagen, ich hatte es mir schneller vorgestellt heim. Das ist ziemlich langsam, weil es so kalt ist und jetzt ist noch der Pulverschnee ein bisschen in der Piste drinnen, beziehungsweise genau auf der Ideallinie, wo wir werden sehen, dass morgen schon, dass es schneller wird von der Geschwindigkeit her und es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die Piste ist in einem perfekten Zustand, das Wetter passt da, also die Temperaturen sind auch unter Null und deswegen freue ich mich schon auf dem Rennen. Auf welches? Ja, auf beide, nicht? Nein, auf den Super-G. Ah, logischerweise als letztjähriger Sieger und natürlich auch auf die Abfahrt. Haben wir heuer ziemlich viel vorgenommen und ich hoffe, ich kann alle damit eine Freude machen und mir selber auch.